Tolle Sache, so ein Hofladen. Also Hofladen, das ist ja, wie sagt man das eigentlich? Dorfladen. Wunderbare Sache. Schon gustiert? Freilich, also es ist wirklich alles, was das Herz begehrt, ist hier zu erwerben. Für regionale Produkte oder ausschließlich regionale Produkte. Das ist natürlich was ganz Tolles, über 60% meiner Informationen zufolge. Und man kann wirklich nur zu diesem tollen Projekt gratulieren, weil es auf der einen Seite Wertschöpfung garantiert und sichert, Kaufkraft sehr hier vorhanden ist und es wird wunderbar angenommen. Der Standard ist auch optimal, haben wir gerade vorher besprochen. Und von dem her, glaube ich, können sich die Schönkirchner und die Reiersdorfer sehr glücklich schätzen, so einen Nahversorger zu haben. Absolut. Ihr habt ja schon eine gewisse Erfahrung. Wie läuft das bei euch? Wir haben schon gewisse Erfahrungen. In Ohlsdorf gibt es den gleichen Markt, eigentlich das gleiche Konzept. Die Verantwortlichen von Schönkirchen-Reiersdorf waren schon des Öfteren bei uns und haben sich da das Know-how geholt. Ich glaube, das ist ein Zukunftsprojekt in unserer Region. Wie wir wissen, das Kreislersterben wird immer mehr. Und das ist wirklich ein Projekt, wo man die Nahversorgung erhalten kann. Wir haben das Problem, dass viele, vor allem viele Ältere, nicht einkaufen fahren können, sich den Weg in den nächsten Supermarkt oft erschwerlich erarbeiten müssen. Das ist halt ein Projekt, in dem man in der Gemeinde, in der eigenen Gemeinde, die Nahversorgung sichern kann. Ja, und die Regionalität wird auch gefördert. Absolut, also wie gesagt, 60 Produzenten aus der Region, aus dem ganzen Weinviertel, also vom Gemüse bis zum edlen Tropfen, alles hier da, Fleischprodukte, also Herz, was willst du mehr? Ich glaube wirklich, dass das ein Vorzeigeprojekt ist, ja, wo halt auch viele helfende Hände an einem Strang sind und nur wenn das in dem Fall auch funktioniert, kann das langfristig funktionieren und da habe ich ein gutes Gefühl, da sind wirklich sehr viele engagierte Bürger dran und man merkt es ja auch, wie glücklich die Leute sind. Ja, wie angesprochen, gerade für die ältere Bevölkerung enorm wichtig, aber auch, wenn ich nach St. Pölten fahre zum Beispiel, fahre ich oft hier durch und ich sehe wirklich jedes Mal, dass hier Leute drinnen sind und das ist einfach ein gutes Zeichen, dass man auf die richtige Karte gesetzt hat. Der Kreisler kehrt heim. So ist es, ja. Ja, und was man gehört hat, günstige Sache gibt es auch, weil wenn man den Wein daheim nicht einkühlen will, geht man daher, kauft sich einen, der es einkühlt. Genau, stromsparend oder energiesparend in einer Zeit, in der die Strompreise ja nicht gerade billig sind, ist auch, wenn man zu Hause die Möglichkeit nicht so hat, dass man es kühlt, aber hier vor Ort präsentieren die Weinbauern der Region wirklich innere Tröpfel und die sind dann natürlich dann noch gekühlt dazu. Wollte ich gerade sagen, an der Weinviertel Wein ist auch noch. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Absolut, und der Herr Pfarrer ist auch glücklich, weil genau. Am Sonntag kann man hier einkaufen und das kann man gleich mit dem Messgang verbinden. Also insofern. Das wunderbar braucht. Perfekt, ja. Danke. Danke. Wir sind hier in Schönkirchen, Reiersdorf, wunderbares Gemeinde. Jetzt habt ihr noch ein Juwel dazu bekommen, kann man das so sehen? Auf jeden Fall. Also wir sind da wirklich sehr stolz, dass uns das gelungen ist, hier umzusetzen in Schönkirchen-Reiersdorf. Nachdem wir den letzten Nahversorger jetzt in der herkömmlichen Art und Weise verloren haben, war uns das ganz wichtig, dass wir für unsere Bevölkerung hier wieder eine Nahversorgung sicherstellen. Und ich glaube, das ist uns mit diesem Projekt sehr gut gelungen. Was mir sehr gut gefällt, da gibt es auch im Bankomaten. Also das ist... Genau, also es freut uns auch wirklich sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit der Regionalbank Gensendorf, Raiffeisen Regionalbank Gensendorf, es geschafft haben, aus der alten Filiale im Gemeindeamt die Bankomaten und den Kontoauszugsdrucker hierher zu übersiedeln. Es ist die Lage direkt auf der Hauptstraße natürlich auch noch wesentlich besser, wie wir sie gehabt haben im Gemeindeamt. Und so ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide. Und es freut uns wirklich sehr, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger auch die finanzielle Nahversorgung für die kommenden Jahre sicherstellen konnten. So, der Herr Pfarrer, das ist schon alles gesegnet. Auch einen guten Tipp gehabt, zuerst einkaufen gehen und dann in die Messe. Ne? Ja, selbstverständlich, weil das Leben ist Begegnung. Und an Begegnung müssen wir überall daran arbeiten. Jede Möglichkeit ausnutzen. Hier, wo wir uns begegnen, auch in der Kirche. Ich habe ein bisschen gescherzt, ja. Aber selbstverständlich freuen wir uns über dieses Geschäft. Ich bin sehr dankbar, persönlich auch, Herrn Bürgermeister, Gemeinderat, für diese wunderschöne Idee. Und vor allem, dass die Leute hier zusammenkommen, ihre Ware direkt hier vor Ort absetzen und
wir haben gesprochen, dass es ein bisschen zu teuer ist. Gar nicht wahr. Ich habe jetzt angeschaut, das ist alles wirklich billig. Wirklich, die Karotten, das Gemüse und habe gesehen auch die rote Rüben. Ich gehe in meinem kleinen Garten ganzen Sommer, hunderte Liter muss ich tragen. Und hier kriege ich die rote Rübe um 1,19 Euro. Gebiete, da komme ich öfters hier. Wie wir gehört haben, der Wein ist auch schon eingekühlt, nicht? Man kann den Sport in den Kühlschrank. Genau, das war uns eigentlich auch eines unserer Herzstücke, würde ich sagen, halt auch den Wein hier präsentieren zu können, den wir in der Region zum Bieten haben. Also wir haben einen eigenen Raum geschaffen, der mittels Altersabfrage über Bankomatkarte begehbar ist. Und Besonderheit in diesem Weinschrank ist eben in diesem Weinraum ist eben zwei große Kühlschränke, wo eigentlich alle Weine und Spirituosen, die wir auch anbieten, auch in gekühlter Art und Weise vorhanden sind. Da hat sich schon der eine oder andere Begegnung auch hier im Dorfladen ergeben, halt, wo man den einen oder anderen Spritzer direkt gekühlt gemeinsam trinken können. Und der Pfarrer hat schon gesagt, die Begegnungen, es ist eigentlich die Kommunikation, die immer wieder hier auch entsteht in unserem Dorfladen. Man trifft immer irgendwem, sei es der Pfarrer halt, wenn er seine Kontoauszüge holt oder seine Karotten ab und zu für uns jetzt in Zukunft mitnimmt, das freut uns wirklich sehr. Herr Bürgermeister, ich habe eine Frage, echte Frage. Du hast auf den Weinladen dort hingewiesen. Gibt es auch Messwein dort? Ich weiß nicht, wenn du möchtest, können wir vielleicht auch Messwein anbieten. Du suchst ja den Messwein immer selbst aus, oder? Ja, ich fahre in ein anderes großes Geschäft und kaufe ungarische Messwein, aber ich würde gerne von hier also haben. In Zukunft? Regional Messwein. Regional Messwein, ja. In Zukunft regionaler Messwein. Der große Vorteil, du brauchst zu Hause nichts kühlen. Also du kannst am Sonntag kurz vor der Messe raufkommen, suchst dir den Wein für die heutige Messe aus und es ist kein Problem. Es ist also die gekühlt. Zukunft steht uns vor uns. Ja, sehr gut. Alles klar. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Tolle Einrichtung, vor allem es ist wirklich für die Region und für die regionalen Anbieter eine tolle Sache und für die Bevölkerung. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ja, so sehen wir das auch und wir freuen uns wirklich, dass das so gut angenommen wird. Herzlichen Dank. Danke. Ein kleiner Nachschlag, es gibt ein frisches Gebäck, das heißt, das kriegt man auch am Sonntag. Genau, also wir sind da sehr froh mit der Firma Stanzl aus Protest, dass wir hier einen Lieferanten auch fürs Gebäck haben, der wirklich zuverlässig ist und uns die ganze Woche über halt das frische Gebäck liefert. Wir arbeiten auch, dass wir in Zukunft auch Gebäck vorbestellen können, dass unsere Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit haben, in Zukunft ihr Frühstückssackerl für die kommende Woche schon vorzureservieren. Und so wollen wir auch sicherstellen, dass jeder das Gebäck bekommt, was er gerne hätte zum Frühstück. Und so soll das auch funktionieren. Was gibt Schöneres wie ein Buttersemmerl, ein frisches in der Früh am Sonntag überhaupt? Richtig, genau. Und ich hole mir, muss ich ehrlich sagen, fast jeden Tag schon mein Kipferl hier, bevor ich noch aufs Gemeindeamt fahre, schaue ich, ob alles in Ordnung ist. Und das ist schon ein riesengroßer Mehrwert, den wir hier haben. Absolut.